von den Navajos, einem indigenen Volk, was auch eine Naturreligion hat und sehr weise gesprochen hat. Die drei Arten von Frieden. Der erste Frieden, der wichtigste, ist der, welcher in die Seelen der Menschen einzieht. Wenn die Menschen ihre Verwandtschaft, ihre Harmonie mit dem Universum einsehen und wissen, dass im Mittelpunkt der Welt das große Geheimnis wohnt und dass diese Mitte tatsächlich überall ist. Sie ist in jedem von uns. Dies ist der wirkliche Friede. Alle anderen sind lediglich Spiegelungen davon. Der zweite Friede ist der, welcher zwischen Einzelnen geschlossen wird. Und der dritte ist der zwischen Völkern. Doch vor allem sollt ihr sehen, dass es nie Frieden zwischen Völkern geben kann, wenn nicht der erste Frieden vorhanden ist, welcher innerhalb der Seele wohnt. Vielen, vielen Dank, liebe Dagmar. Gerne. Das lasse ich jetzt mal so stehen und so wirken.